Wassersport und Eishockey, das kann man jetzt in Füssen im Allgäu an einem Tag zusammen haben. Ja, und das ist es, was den Allgäuern immer gefehlt hat, denn nirgendwo ist die Eishockey-Begeisterung größer als hier. Also nach einem erfrischenden Bad mit einem Sprung hinein in den Schnee. Eine Karte gekauft für das internationale Eishockeyspiel in der Vorschlussrunde um den Turn- und Taxispokal. Der deutsche Meister EV Füssen spielt gegen Almtuna Uppsala aus Schweden. Und hier kommen die Füssner, die vor Beginn der Begegnung noch durch den stellvertretenden Ministerpräsidenten Rudolf Eberhard das silberne Lorbeerblatt verliehen bekommen. Des Eissportverband Eissportvereins Füssen den silbernen Lorbeer insgesamt dem Verein, aber auch jedem Einzelnen dieser angetretenen 16 Spiele überreichen zu dürfen. Na, und ich denke, meine Damen und Herren, Sie sind mit mir einer Meinung, dass die Füssner diese höchste deutsche Sportauszeichnung durchaus verdient haben. Hier der Fürst von Turn und Taxis, langjähriger Anhänger der Füssner Eishockeymannschaft. Und dann kommen die Spieler selbst an die Reihe. Ernst Trautwein, der kleine Gemeiner und Scholz. Und dann ist es mit den Ehrungen vorbei. Dann wartet der Ernst des Spiels. Die Schweden kommen auf das Eis. Eigentlich eine renommierte Mannschaft, die aber doch in der letzten Zeit an Rasanz und Können erheblich eingebüßt hat. Selbst wenn 25 Grad im Schatten herrschen, muss man sich vor einem Eishockeyspiel warm machen. Und es wurde den Spielern heiß. Denn an Kleidung können sie nichts weglassen. All die Lederstücke, die zum Schutz des Körpers gedacht sind, müssen auch im Sommer bei einer Eishockey-Auseinandersetzung getragen werden. Nun haben sie ihn erkannt, Sepp Herberger. Wer weiß, was er an taktischen Mitteln hier Neues gesehen hat. Die Füssner jedenfalls spielen gutes Eishockey in dieser internationalen Auseinandersetzung und lassen die Schweden nur hier im ersten Drittel einigermaßen mithalten. Beim deutschen Meister EV Füssen hat sich besetzungsmäßig nicht allzu viel geändert, aber eines war hier schon ersichtlich. Die Allgäuer sind selbst im Sommer schon in einer guten Form. Das Sommereis macht sich also trainingsmäßig bereits bezahlt. Na, und Markus Egen ist kein Feiner, wenn es heißt, für Kondition auf schnellstem Wege zu sorgen. Ein bisschen dicke Luft hier vor dem Allgäuer Tor und dann schon wieder schnelle, zügige Gegenangriffe. Noch einmal, dicke Luft, aber wenn einer so checkt, dann kann es nur Paul Ambros sein. Der Paul hat selbst im Sommer nicht verlernt. Der dritte Sturm des deutschen Meisters ist auf dem Eis und Köpf fährt der schwedischen Verteidigung auf und davon. Und Tor! Das erste Drittel endet 3:1 für den EV Füssen. Jetzt sind wir im mittleren Spielabschnitt. Die Füssner jetzt von rechts nach links. Gröger ist an der Scheibe. Und der junge Stürmer hat Nerven genug, den schwedischen Schlussmann aufsteigen zu lassen. Er erhöht auf 4:1. Dann kommt die Verkürzung durch die Schweden auf 2:4. Aber postwendend stellt Scholz den alten 3-Tore-Abstand wieder her. Saubere, schnelle Kombination und Scholz vollendet. Ende des zweiten Drittels 5:2. Das dritte und letzte Drittel hat begonnen und Trautwein erhöht auf 6:2. Noch einmal, diesmal zum letzten Mal, werden die Seiten gewechselt. Spielstand 6:2 und jetzt geht es Schlag auf Schlag. 7:2 durch Simon. Die nächsten Füssener Treffer fallen durch Köpf, Gröger und Hanig. Den schwedischen Gästen gelingt auch im letzten Drittel nur ein einziger Treffer.
So gewinnt der deutsche Meister EV Füssen mit 11:3 das internationale Spiel gegen Uppsala Schweden.